Okay, und dann wirklich das Versuchen, vor jedem Schlag diesen Ballflug. Wenn du ein Slicer bist, ist das exzellentes Training für dich. Hi, ich bin Vaughn und du bist beim Vaughn Hawtrey Golf. Falls du gerade deine Clubmeisterschaft beendet hast, dann hoffe ich sehr, dass es sehr gut lief. Falls die Runden nicht ganz zufriedenstellend waren, dann kann ich dir sagen, die nächsten Monaten, September, Oktober, sind perfekt, um deinen Schwung, dein Golfspiel zu verbessern. Es gibt keinen Druck mehr, du kannst wirklich an dein Spiel und deinen Schwung arbeiten. Ich habe einen Vorschlag für dich. Versuch für die nächsten Wochen jedes Mal einen Draw zu spielen. Wenn du jetzt schon einen Draw spielst, dann brauchst du jetzt nicht zu schauen. Aber die meisten Golfer haben Schwierigkeiten, diesen Ballflug zu spielen. Es hat so viele Vorteile, wenn du einen bestimmten Ballflug wiederholen kannst. Also in diesem Fall Draw. Dann weißt du vorher, was dein Ball machen wird. Du nimmst dann einen Teil des Spiels, also die rechte Seite, wenn du Rechtshänder bist, dann nimmst du die Seite aus dem Spiel. So, folgendes bitte machen, um den Draw erstmal zu produzieren. Das ist für mich der leichteste Weg. Übrigens, das ist jetzt mein zweiter Schlag im Loch Nummer 6 jetzt in Lüttelsburg. Ich habe genau das gleiche mit meinem Driver gemacht. Ich habe den Ball gedrawt. Ich werde auch mit diesem Schläger den Ball drawen. Und falls ich einen Pitch danach habe, werde ich beim Pitchen auch einen Draw-Gedanke haben. So, folgendes Denken. Ich gehe davon aus, dass du einen guten, neutralen Griff hast. Beim Ausholen, das musst du unbedingt vermeiden. Schau, wie mein Kopf zur Seite ging. Von hier wird ein Draw sehr schwierig. Bleib in der Achse. Dein Wirbelsäulewinkel bleibt gleich. Ich achte darauf, dass mein Kopf ihr gegenüber des Balles bleibt. Weil wenn ich weiß, wenn ich meinen Kopf hier habe, normal abschwinge, die Arme leicht senke und von Gefühl hier Richtung 13 Uhr schwinge, dann werde ich den Ball von innen nach außen treffen. Und das ist notwendig, damit der Ball eine Linkskurve bekommt. Wieder, ich gehe davon aus, dass dein Griff stimmt. So, noch einmal von hier. Mein Kopf bleibt über den Ball. Ich senke wie immer. Denke 13 Uhr aus Durchschwung, versuche meine Arme hier lang zu bekommen und wenn die Schlagfläche dann gerade ist, dann kann der Ball nur ein leichter Drall nach links bekommen. Okay, und dann wirklich das Versuchen, vor jedem Schlag diesen Ballflug. Wenn du ein Slicer bist, ist das exzellentes Training für dich. So, ich habe übrigens ein Eisen 4. Habe noch 210 Meter. Ich glaube nicht, dass ich hinkomme. Aber ich will meinen Ballflug spielen. Ich sehe den jetzt. Ich habe den schon visualisiert. Jetzt setze ich das um. Und da kommt mein Drall. Ich war übrigens leicht rechts ausgerichtet, damit die Kurve kommen konnte. Aber falls mein Ball rechts gestartet ist und rechts geblieben ist oder sogar der Slice gekommen ist, dann hat der Ballflug mir gezeigt, dass ich noch mehr nach rechts schwingen muss. Noch mehr Richtung 13 Uhr. Ich habe zu sehr nach links gezogen. Der Ballflug zeigt mir, was ich tun muss. Übrigens, falls du die Zeit hast, schau unbedingt dieses Video hier an. Es geht um die Ballfluggesetze. Und da sieht man, warum der Ball nach links und nach rechts fliegt. So, schau es dir bitte an. Okay, so, das ist eine Idee für dich, für die nächsten 2 Monate ausschließlich Draws zu spielen. Was du auch tun kannst, ist immer mehrere Bälle spielen von einer Stelle, damit du das richtig, richtig übst.
auf dem Platz. So viel Spaß in den nächsten Monaten auf dem Golfplatz. Tschüss.